Servus, meine Lieben, und herzlich willkommen zu einer gemütlichen Runde Stranded Deep im Outer mit uns am Alterle. 23.41 Uhr, 21. November, wir sind auf dem Heimweg endlich. Einen Haufen Kisten haben wir gefunden mit unterschiedlichstem Loot. Vor allem werden wir wahrscheinlich die Möglichkeit haben, wenn wir zu Hause sind, erstmal die Gärten zu erweitern um Kartoffeln, damit wir uns Sprit herstellen können. Dann würde ich mal zusammengruscheln, was wir haben an Materialien, die wir verbauen können und so weiter. Jetzt müssen wir aber erstmal heimkommen. Und wir sind jetzt gerade hier an der ersten südöstlichen Insel, so sage ich jetzt mal dazu, südöstlicher Kurs. Danach kommt noch eine Insel und wenn wir die geschafft haben, müssten wir eigentlich auf die Heimatinsel kommen. Ich nehme an, dass bis dahin dann auch Tag ist. Ich habe gedacht, ich hole euch jetzt hier mal dazu, dass ihr so ein bisschen die Abreisestimmung auch mitbekommt, dass der Alter da mitten in der Nacht durchfahren will. Und ich würde sagen, sobald wir an der Insel vorbei sind, mache ich einen kleinen Minischnitt, sodass wir uns ein bisschen Wegstrecke sparen und heute schon mal daheim ganz gemütlich ankommen können. Natürlich werde ich den Finger auf dem Aufnahmeknopf halten, sobald ich irgendwas Außergewöhnliches sehe, was ich jetzt nicht vermute. Schalte ich euch natürlich jederzeit dazu. Vielleicht hole ich euch sowieso noch mal ganz kurz dazu, wenn es so langsam, aber sicher dann hell wird. Ich vermute aber fast, wenn es weiter so läuft wie jetzt, es läuft nämlich sehr, sehr gut, sind wir vor dem Morgengrauen zu Hause. So, erstmal gucken, ob ich noch auf dem Kurs bin. Südöstlich. Gut, jetzt in dem Fall kann ich euch mal hier lassen. Ich höre nämlich gerade Haifischen. Ich höre ein Haifischchen, aber das wird wahrscheinlich eher so ein Standard-Hai sein. Ich glaube nicht, dass wir da was Großes gerade im Kaliber haben, hier so nah an der Küste. Hier, Hammerheile, ne? Hammerheile vor allem. Heile, heile Gänzle und so. Okay, pass auf, die Insel haben wir jetzt mehr oder weniger umfahren. Die nächste wartet auch schon da vorne, wenn die südöstlich liegt, ne? Weil von dieser, wo wir jetzt vorbeifahren, südöstlich... Ja, und das ist eine Insel, auf der wir mit Sicherheit schon mal waren, nehme ich jetzt an. Gut, ich kann nicht vorleuchten. Da waren wir bestimmt schon mal zum Looten. Das ist nämlich ziemlich nah bei uns zu Hause. Hammerhai, wo bist du? Zeig dich, mein Freund. Da ist er. Er schwimmt parallel zum Floß und bümst dagegen, oder? Jetzt ist er durchgetaucht. Er ist durchgetaucht, der junge Mann. So, komm, ich richte mal ganz kurz noch mal ein bisschen aus. Ja, jetzt würde ich jetzt sagen, einfach, dass wir das so machen. Kurs stimmt. Wir sind jetzt südöstlicher Kurs, stimmt. Ich gucke nochmal auf die Uhr. Ja, komm, ich schneide noch einmal, bis wir nach dieser Insel sind, sodass wir gemeinsam zu Hause ankommen können heute. Da freue ich mich schon sehr drauf. Wir sind jetzt sehr lange unterwegs gewesen. Bis gleich. Noch einmal willkommen zurück. Schön, dass ihr noch da seid. Ich drücke mal hier drauf. Wir müssten jetzt jeden Moment zu Hause ankommen. Hier ist die zweite Insel, an der wir vorbeigefahren sind. Dann nehme ich jetzt mal ganz schwer an, dass unsere, die da vorne ist, die da jetzt kommt... Das ist die südöstlichste Insel auf meiner kleinen Weltkarte. Nicht den Anker, nicht den Anker. Geh lieber ans Ruder. Wir steuern mal rüber. Ich weiß jetzt nicht mehr, von welcher Seite wir gerade kommen. Ich könnte mir aber gut vorstellen, dass wir genau in unseren sicheren Hafen einlaufen. Dann sind wir aber saufrüh dran. Ich dachte echt, dass es zumindest ein bisschen hell wird, bis wir dort sind. 2.44 Uhr. Dann machen wir uns erstmal eine ganz gemütliche Sonnencreme gleich, wenn wir daheim sind. Und können dann tagsüber auf unserem Inselchen unterwegs sein. Oh, es hört sich schon so nach Heimatklängen an irgendwie. Yay, was eine lange Reise, was wir alles gesehen haben jetzt auf diesem Stück. Wahnsinn, oder? Wahnsinn. Oh, und die Megalodon-Trophäe können wir eigentlich auch aufhängen. Wenn das aber unsere Insel ist und der Hafen in der Richtung liegt, in der ich es vermute, müssten wir Licht sehen. Da vorne, ist das nicht unser Gebäude da links? Ich erkenne es an den wunderschönen Bäumen. Ich bin mir sowas von überhaupt nicht sicher gerade. Doch, doch, hast gesehen, da ist gerade das Licht. Jo! Heimat! Alter, du hast geschafft. Du bist daheim und nur einmal gestorben. Sehr geil. Komm, wir gucken mal, ob wir direkt in den Hafen reinkommen. Ist es gut? Schönes Gefühl einfach jetzt irgendwie. Das muss ich sagen. Auch diese Kämpfe. Ich meine, der Megalodon-Kampf, sind wir uns einig, der war jetzt nicht so spektakulär. Aber Leute, schon alleine diese ganze Animation und so und dieses Gefühl, wenn du im tiefen Wasser bist im Meer, das ist saugut umgesetzt. Aber wir müssen ein bisschen weiter rüberziehen, denke ich mal, Diggerle. Fitz mal darüber. Der Hafen ist wohl um die Ecke. Da kommt nämlich jetzt da vorne dann gleich ein Frack. Ah, das wirst du nicht schaffen. Du wirst voll aufs Frack draufklatschen. Alter, ist es gut. Ist es gut oder ist es gut? Es ist saumäßig stark, dass man schon von weitem die Lichter der Heimat sieht. Oh, Achtung, da vorne, rüber, 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 Digga, Digga, Digga. Hängen geblieben. Hängen geblieben. Jetzt müssen wir erstmal manuell navigieren wieder.
Was ja aber auch nicht so das Problem ist. Hauptproblem ist nämlich, dass ich hier... So, jetzt gleich wieder drauf aufs Flößle. Schwupp, rüber ans Ruder. Und schon habe ich einen Haifisch gehört. Das hat nicht viel gebracht, ne? Was ist denn da jetzt auch ein Haifisch? Jetzt kann ich den ins Wasser. Ich sehe den halt auch nicht. Hier, wenn ich draufstehe, müsste es eigentlich gehen, ne? Ich muss ja nur das Floß ein bisschen rüberschwappen. Jetzt sind wir fast daheim, Alter, ne? Komm schon! Mach mal die Lampe kurz raus, ich sehe, um was es hier geht. Und vor allem, wo er ist. Ja, ist natürlich klar, der wartet auf seine Rache. Genau an die Stelle wollte ich gerade, Digga. Man darf sie nicht einfach unterschätzen, nur weil wir mal ein Blatt gemacht haben. Wenn die dich richtig beißen, kann ich den ganzen Weg nochmal fahren. So, ich schub's mal das Floß weg. Schwimm hinterher, drauf. Und müsste theoretisch... Das war nix. Nochmal rauf. Boah, da kriegst du richtig, richtige Feelings, wenn du hier ins Wasser fliegst. Ist nicht so, dass es nichts ausmachen würde. So, und jetzt rum aber. Oh, habe ich es aber weit geschubst. Sollte aber jetzt reichen, wenn ich den kompletten Bogen ausfahre, dass wir direkt in den sicheren Hafen eintreten. Jetzt ist es am Ende doch noch so, wie ich es mir vorgestellt habe. Wir kommen an und es wird hell. Pass auf. Kann ich das, wenn ich das rüber mache, gehe ich dann besser an den Wendekreis hin? Ah, herrlich. Das ist echt ein geiles Feeling, wenn du eine Weile unterwegs warst und plötzlich heimkommst. Ja, komm, zieh das Floß richtig rum, Digga. Richtig, richtig rum. Jetzt ist gerade der Haifisch gegen das Floß geschreddert. Wir haben aber auch einen Wendekreis mit dem Kübel hier, ne? Wo ist denn der Sack? Ja. Dieses Floß hat die Meere durchkreuzt. Du wirst hier keinen Strich gewinnen. Fisch, höchstens du kommst auf unseren Grill. Haben wir aber auch noch, ne? Also unser Haifischfleisch hat eine ganze Weile gehoben. Sag mal. Ja, ist schon schön, dass die Mechanik so mitspielt. Ich erinnere an unsere Schuhschachtel vom letzten Mal. Mit der wären wir gleich rumgesegelt gewesen jetzt, ne? Speedyboot. Jetzt freue ich mich auch auf den Helikopter langsam. Wenn ich Segel jetzt reinmache, pass mal auf, ich habe mal eine Idee. Dann werden wir wahrscheinlich jetzt uns gut dran tun, wenn ich jetzt schon rumdrehe, ne? Kurz einmal ins Wasser. Nochmal hoch. Wieso ist das Boot so schnell gewesen jetzt? So. Ich höre keine Musik. Möglicherweise ist der Fisch weg. So. Ich will es hier so rumstumpen. Und jetzt drauf. Und jetzt müssten wir genau reinfahren. Wir gucken. Wir gucken, ob das stimmt, was ich hier erzähle. Ja, ist schon viel besser. Segel rüber. Einmal noch eingedreht. Und da vorne ist unsere Burg. Super Geschichte. Seid ihr überhaupt da? Muss ich mal gucken, ne? So, jetzt pass mal auf. Wir sind... Ich weiß nicht mehr ganz genau, wo der Steg war, aber wenn ich so reinfahre, müssten wir parallel zum Steg ankommen. Ja, siehst du denn, Alterle? Siehst du denn? Genau, wie ich es mir vorgestellt habe. So, jetzt stoßen wir gleich vorne mit unseren Kübel an und dann ist alles gut. Wir sind da. Wir sind zu Hause und es wird hell. Habe ich es mir doch gedacht. Oh, ich weiß nicht mehr, wo unsere Seesterne waren. Ich gehe einfach mal vor Anker. Ich tue es nachher dann ein bisschen rüberziehen noch. Meine Lieben, willkommen zu Hause. Erstmal gucken, würde ich sagen. Erstmal gucken. Ja. Unser Ansatz von einem Lager. Mit Beschriftung. Und ich habe euch vermisst. Die Matschbacks sind auch noch da. Hier geht nichts verloren. Sehr schön. Da sind wir ja schon voll weit gekommen. Das habe ich schon wieder vergessen gehabt. Wie cool. Wie cool. Und hier natürlich der Strand des Glücks mit all seiner Sauberkeit und Pracht. Jetzt können wir demnächst mal aufräumen hier, glaube ich. Ja, 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 Plankenmaschine. Guckt es an, es hat hingehauen. Wir haben es so gut gewässert. Können wir abernten. Können wir abernten. Hä? Ist die jetzt von alleine gerade weggehüpft? Jetzt habe ich eine Frage. Das sieht mir so aus. Spoiled Potato. Shitty. A spoiled potato, das bedeutet nichts Gutes, oder? Die ist kaputt. Ich tue es trotzdem mal hier rein. Mich wundert es gerade. Komm her, ich ernte mal kurz alles ab. Ich will sehen. Die scheinen noch okay zu sein. Pipi-Blumen-Schwenkler mal hier. Oh, wir haben so viele Pipi-Blumen eingesammelt. Mich würde es jetzt ganz stark wundern, wenn wir hier nochmal einen Mangel kriegen. Hier habe ich die Blumen drin. Und hier habe ich die Kartoffel drin. Gehen die dann übereinander?
spoilt. Sind die dann kaputt? Dann kann ich die gar nicht mehr setzen, glaube ich, gell? Müssen wir jetzt probieren, ob man Spoiled Potatoes nochmal setzen kann. Potato Farming Blood. Normalerweise reicht es doch, wenn ich den jetzt gieße. Ich sehe zwar vertrocknet aus, ich probiere es einfach. Hab da noch nicht so die Erfahrung, ne? Wir brauchen allerdings jetzt als allererstes mal... habe ich mein Gruselei vermisst. Wir brauchen erstmal ein Seil. Und dann baue ich uns mal eine Sonnencreme, würde ich sagen. Die Tomaten tun wir nochmal, die Tomaten sage ich schon, die Kartoffeln tun wir nochmal zurück. Er ist wieder daheim, es geht wieder los, Leute. Ich bin wieder am Hin- und Herrennen. So, meine Freunde, das brauchen wir nicht. Aber die Yuccas sind nachgewachsen, was so viel bedeutet wie erstmal ganz gemütlich. Wasser muss man wahrscheinlich auch machen, sollte man. Nicht, dass uns da jetzt irgendwas... Ja, das müssen wir als erstes machen. 1, 2, 3, 4. Dann ist das schon mal erledigt. Sehr schön. Empty. Die sind beide leer. Da wusste ich doch, wir haben noch eine Yucca hier. Ach Gott, habe ich das vermisst jetzt. Es ist trotzdem, weißt du, die Inseln sehen sich schon alle ähnlich. Aber wenn du mal eine Heimatinsel hast, ist es doch was anderes, oder? Sind wir ehrlich, daheim ist daheim. Die jetzt ruhig nachwachsen lassen können, spielen. Hätte ich mich auch gefreut. So, pass mal auf, ob ich das kurz aus dem Stegreif hinbekomme. Ein Seil. Ein Kübele. Ich habe ihn voll geladen. Dann lass mal den Stoff kurz hier droppen. Nochmal rein. Und jetzt brauchen wir eigentlich nur noch zwei. Die haben wir doch, oder? Zwei Aloe. Die Kartoffeln sind kaputt. Ich glaube, ich muss das Beet auskratzen. Kann das sein? So, Leute. Haben wir uns verdient, oder? Jetzt können wir den ganzen Tag hier rumeiern. Jetzt gehen wir erstmal speichern, würde ich sagen. Wasser haben wir natürlich jetzt ein Problemchen. Weil da ist bestimmt auch keins mehr drin. Doch, ich darf jetzt nur keinen Fehler machen, gell? Ich erinnere mich nämlich. So, drop die mal kurz hier hin. Ich hole erstmal unseren Schlauch. Die kannst du fallen lassen. So, Leute, dann bauen wir auf jeden Fall mal mindestens noch ein Beet an für Kartoffeln. Dann schauen wir nach dem Klee. Ja, jetzt gruscheln wir ein bisschen. Da freue ich mich jetzt. Nächste Runde werden wir dann auch noch ein bisschen hier sein, denke ich. Und dann geht es auch schon los. Es sei denn, die ist auch spoiled, ne? I can plant die. So, ja, ich glaube, die Spoils sind schon die richtigen dann. Was wollte ich jetzt machen? Was wollte ich jetzt machen gerade? Ich habe es schon wieder vergessen. Leute, was wollte ich machen? Ja, ich wollte den Trinkschlauch holen. Ich weiß noch nicht mehr, wo ich ihn eingeräumt habe. Na, ah, die Hydrophäe. Die Hydrophy. Hypertrophy. Da ist er. Lass die mal kurz mitnehmen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich für die unbedingt einen Haken brauche. Wenn nicht, können wir ja mal schauen. Wir haben ja einen Haken. Lum-li-lümpchen. Lum-lum-lum-li-lümpchen. So. Ich habe das Ding in der Hand, ne? Corrugated Window, ne? Ich hätte es gerne an den Haken gehängt. Bämsle! Oh, dieser Matschbug, der versaut uns gerade so ein bisschen, ne? Schade. Aber geil, dass es geht. Die werde ich natürlich außen anbringen. Über der Tür. Na gut, nicht über der Tür, aber über der Tür. Ja, ja, das machen wir außen hin. Ist jetzt nur mal vorübergehend ein Test gewesen, ne? Schöne Geschichte. Ah, schöne Geschichte, freue ich mich sehr drüber. Also, dann holen wir uns mal kurz einen Schluck Wasser, speichern ab, dann sind wir endlich angekommen. Schabübel und Katzübel, sie sind wieder zurück. Der Alterle und der Voucher hier in ihrem Glück. So, trink. Ein Schluck, zwei Schluck, drei Schluck und vier Schluck. Sehr cool. Und wie geht's uns? Super. Speicherwert, würde ich sagen. So, meine Lieben, die Reise ist zu Ende. Jetzt pass auf, ich würde gerne mal Folgendes abchecken. Wir lassen uns erstmal hier eine Kiste, wo nicht allzu viel drin ist. Nimm die mal raus und mach dir mal ganz kurz den Kompass hier rein. Den Speer hier rein. Was machen wir denn eigentlich mit den Dingern hier, mit den Verbänden? Die brauche ich ja im Normalfall nur, wenn ich wirklich unterwegs bin. Ne? Die würde ich auch schon mal rausräumen. So, dann sind die Verbände schon mal weg. Die Lampe, die würde ich hier hintroppen, dann sehe ich die. Die muss ich nämlich wieder hinhängen. Den nehme ich jetzt mal am Mann und die da machen wir auch raus. So, Leute. Jetzt pass auf. Eine Frage,
Was brauche ich denn für den Helikopter? Lass uns den mal zumindest alles hinrichten, dass ich weiß, was uns noch fehlt. Wir brauchen einen Gyrocopter, ein Gyrocopter-Frame, ne? Ein Gyrocopter-Frame und einen Sitz. Jetzt bin ich mal gespannt, ob wir das nicht irgendwo schon haben. Ein Gyrocopter-Frame und einen Sitz. Lass uns das mal durchgruscheln jetzt. Und dann legen wir das irgendwo an den Strand, an eine separate Stelle. Und dann haben wir das Zeug, wenn es losgeht. Die brauchen wir dann später. Engine, Filter, Fuel. Elektrik, Filter, Gyrocopter Vehicle Part. Wie viel braucht man denn von den Gyrocopter Vehicle Parts? Vehicle Gyrocopter Part. Vehicle Gyrocopter Part. Ach so, ich kann jetzt praktisch... Ey, weißt du was? Den bauen wir parallel schon mal auf. Wir brauchen ja dann eh den Sprit, bevor wir die erste Tour machen. Ich baue den jetzt hier irgendwo hin. Lass mich mal gucken. Vielleicht eher da drüben beim Garten. Ach so, Dille. Hier ist ja eine geile Geschichte. Nee, hier ist es so uneben. Ich glaube, die beste Stelle war schon da drüben gerade, gell? Hier bauen wir den auf, Leute. Hier. So geil. Den Sitz haben wir auch schon gebaut jetzt. Gyrocopter Motor besteht aus Fuel Part, Vehicle Filter und Engine. Fuel, Vehicle Filter und Engine. Vehicle Filter, Engine, Fuel. Ja, weißt du was? Ich glaube, den kriegen wir schon aufgebaut. Uns fehlt halt der Sprit, ne? Guck mal. Hier. Wie geil wird dann das bitte? Oh, jetzt bin ich schon wieder. Ihr kennt mich ja, ne? Ich brauche da immer so... Ich habe so ein Vorfreude-Geschichtle. Wir machen den morgen fertig. Ich gucke, ob ich alles habe. Vehicle Electric Part, 2 Stück. Und ein Gyro... Vehicle Gyro Part. Gyro und... Ich glaube, wir können den bauen, ne? Vehicle, Filter, Fuel. Naja, die Electric Parts haben wir dafür. Dann fehlt uns jetzt nur noch... Das haben wir, ne? Das Teil haben wir auch. Uns fehlt im Prinzip nur noch ein Vehicle Gyro Part. Und den haben wir mit Sicherheit auf dem Schiff. Ey Leute, wir bauen uns morgen den Gyrocopter fertig. Natürlich haben wir immer noch die Problematik mit den Kartoffeln. Da würde ich jetzt sagen, kümmern wir uns drum. Wenn ich hier dann später vielleicht Regale hinstelle, dass das schön aussieht, könnten wir den Garten insofern um eins erweitern, dass ich hier nochmal einen Plot dran setze und da. Und zwar mit Kartoffeln. Das wäre jetzt das Ziel. Ja, wie cool! Oh, da müssen wir natürlich gucken, wie wir das jetzt mit dem Ding hier machen dann. Dass das auch fertig wird. Ja, jetzt laufe ich jetzt klar ab. Jetzt pass mal auf. Kümmern wir uns mal darum. Hier zum Beispiel. Den kannst du mitnehmen. Die Lampe hier oben noch rein, nachdem ich den Haar rausgeholt habe. Stopp. So. Die nimmst du mit, weil da waren diese ersten Welldinger drin. Das haben wir dann später. Da kümmere ich mich dann auch später. Hier, Gyrocopter Vehicle Part. Das ist das, was noch gefehlt hat. Also, der Gyrocopter steht, ne? Die gehen mit zu den Gärten. Ich brauche sowieso eine eigene für Kartoffeln. Die vier nehme ich auch noch mit. Da haben wir nochmal Steine. War hier auch eine Kiste? Jupp. Die nehme ich jetzt auch mal mit. Das hier war früher, gell? Aircraft Ruder. Ich glaube, das hast du früher gebraucht, um den zu bauen. Boah, die wäre geil, wenn ich die noch rauskriege. Geile Geschichte. Auf geht's zum Gartenbau. Nur, wie gesagt, die Kartoffeln geschwind herrichten. Und da hinten steht er schon. Haha, freue ich mich jetzt drauf. Ei, da freue ich mich drauf. Jetzt pass auf. Pass mal auf, pass mal auf. Achso, ja, ich habe sie noch nicht ausgeräumt. Ich habe sie noch nicht ausgeräumt. Das mache ich jetzt aber. Die Kisten alle hierher. Ja, ich hatte ja aber eigentlich die Dings hier drin. Die Parts, ne? Vehicle, Farming, Corrugated. Kann das sein? Ach ja, ich brauche die. Oh je, wo habe ich die hingelegt? Unsere Hyahö.
Unsere Diarrhoe. Nicht Diarrhoe sagen, sonst haut er sich wieder Kokosnüsse rein bis zum Umfallen. Die haben wir irgendwo hingeschmissen, ne? Die brauche ich jetzt, die Hacke da. Hier ist die Machete. Hier ist sie. Hier ist die Höhe. Tu mir mal einen Gefallen und dann machen wir den Hammer hier raus. Weil, den brauchst du nämlich jetzt gerade nicht. Ich bin so begeistert gerade, dass wir den... Den könnten wir schon die ganze Zeit bauen, den Dinger, oder? Lum. Lilum. Jo, ist das ein gemütliches Spiel. Ich liebe das. Jetzt können wir den Pflanzenplot bauen. Gehst du nochmal auf Ekel, auf Farming, auf Pflanzing, Plotting. So, dann mache ich den hier so schön ich kann daneben. Ist natürlich alles ein bisschen uneben hier noch. Das muss ich ganz ehrlich gestehen. Aber wenn ich ihn da nicht hinsetze, wenn ich ihn hier reinsetze, dann komme ich an den anderen nicht mehr so wirklich dran. Ne? Außerdem geht es hier gar nicht. Nee, es wird halt einfach ein Schiefergarten werden. Das erfreut mein symmetrieliebendes Herz. Scheiß drauf. Hier. So muss das sein. So muss das sein. So sieht es aus, wenn man gestrandet ist. Kriege ich hier noch einen hin? Jupp. Das wäre dann auch der letzte. Oder willst du das so machen, dass man hier so eine Art Durchgang hat? Dann würde ich den nämlich eher hier hinsetzen. Und jetzt hätte ich ja schon Bock. Jetzt hätte ich schon Bock, noch einen zu setzen. Ja, das darf ruhig so ein bisschen durcheinander sein hier. Ich finde es gut. Weißt du, warum ich es gut finde? Weil es einfach mal sein muss, dass man sowas eigentlich nicht symmetrisch baut. Hier kommt der nächste hin. So, und dann komme ich praktisch später hier angeschlichen. Dann habe ich hier meine Plots, hier unten habe ich meine Plots und hier geht es dann durch, wo auch immer hin. Jetzt pass auf. Das Problem ist, ich will es nicht clearen, ne? Ich will es eigentlich Farming Blood. Ich kann es nicht wässern und weißt du was? Ich glaube, das ist jetzt hier wirklich verdorrt, gell? Oder? Ich muss kurz gucken. Ist die Piwi-Blume dann auch schon kaputt? Ah ja, die sind jetzt verdurstet hier, die zwei. Die sind verdurstet. Das heißt, ich muss die mit einer Höhe rausmachen. Geht nicht anders. Au, das ist eine üble Geschichte, weil... Ja, wir brauchen Wasser. Das geht sonst nicht anders. So, ich hoffe, da ist schon durchgelaufen. Ja, ist 1, 2, 3... Machen wir mal überall 3 Schluck Wasser rein, würde ich sagen. Wie viel hatten die Pipi-Blume jetzt? So, scheiß drauf. Und hier möchte ich dann praktisch Kartoffeln. Ich bräuchte für Sprit, ne? 2 Kartoffeln habe ich hier. Und hatten wir noch in den Kisten eine Kartoffel gerade drin? Ja, 3 Kartoffeln. Das heißt, ich würde... Ich mache sie rein. Und gieße. So. Potato Farming. Alles klar, jetzt hole ich vorne noch Wasser. Ja, wir müssen jetzt gucken. Ich muss die halt immer bewässern. Das heißt, wir trinken aber zwischendrin trotzdem auch eine Kokosnuss. Da sparen wir ein bisschen. Okay, die musst du jetzt natürlich gleich einladen hier. Dann müssen wir auch gleich weitermachen mit Auffüllen. Ja, ist jetzt halt, das gehört jetzt halt dazu. Ne? So, meine Lieben. Dann hauen wir das hier rein. Lassen hier liegen. Solange das auffüllst. 2, 3, 4... Gut. Schade, dass man kein Seewasser nehmen kann. Hier zum Beispiel Clay muss ich jetzt auch langsam mal zusammenrichten in ein Ding rein. Da wir jetzt heute auch noch wahrscheinlich gleich ein paar Bricks herstellen. Da steht da der Gyros. Der Gyroskopter, er wird unser sein. Hier die Gießkanne dazu und das Geschichtle. Gießkanne, hat er Gießkanne gesagt? Er hat Gießkanne gesagt. Ne? So Leute, das Wasserproblem ist immens. Aber plotmäßig würde ich sagen, sind wir gut aufgesetzt. Die ganzen Pipi-Blumen würde ich jetzt mal hier rausnehmen. Hoffen, dass die da hinten komplett alle reinpassen. So, so meiner sagen, ne, wir haben kein Pipi-Blumen gefarmt. Nimm mal die Yucca-Cutting-Dinger mit, die brauchst du jetzt hier nicht. Aloe Vera wird langsam auch eng. Die Lampe würde ich einfach, weil es unser Garten ist, jetzt hier raustroppen. Da ist eine und dann geht es weiter hier unten. Dass man mal in der Nacht auch ein bisschen was sieht hier. So Leute. Kokosnüsse. Weißt du, was ich jetzt mit der Kokosnusskiste mache? Die räume ich jetzt alle mal da ein. So. Wenn wir sie hier schon rumliegen haben. Die spoilen offensichtlich auch so nicht. Und
die Cuttings mache ich dazu, dann sind die auch aufgeräumt, ne? Okidoki. Dann haben wir hier noch Blumen, für die brauche ich noch Schränke. Wir brauchen eigentlich jetzt unheimlich viel Schränke. Mein Ärgernis ist gerade so ein bisschen das Wasserproblem. Ich sollte mir noch mehr von den Kollektoren aufstellen, aber hier haben wir nicht mehr eine Palme, sehe ich gerade, ne? Da drüben sind noch ein paar Yuccas, die hole ich geschwind ab. Palmsetzlinge habe ich, aber die gehen ja nicht ins Wasserding rein. Kann also gut sein, dass wir demnächst auch mal tatsächlich Palmbeetel farmen gehen. Habe ich bestimmt keine mitgenommen, oder? Ah, das sind noch zwei Palmen. Das langt doch übrig. Drei! Ein Reichtum an Palmen erwartet uns hier. Junge, habe ich die Insel geschröpft, ne? Gut, die Yuccas wachsen ja auch nach. Jetzt füllen wir mal... Hier ist noch eine frische Kartoffel. Die ist ausbeult. Passt schon. Sollen wir sehen, hier fliegen unterwegs? Immer noch? Macht mich nicht narrisch. Ich muss hier noch, aber ich muss das auch gießen. Ich kann das nicht einfach nur einpflanzen. Sonst wird es nämlich nichts. Eine leere Kiste hätte ich hier gerne für meine Kartoffels. So, und du kommst hier rüber. Ich werde dich später labeln. So, das ist jetzt unsere Kartoffelkiste, ne? Und dann haben wir hier noch Wälddächer. Allerdings meine ich, das reicht, wenn wir jetzt hier Kartoffeln reinmachen, haben wir Sprit. Ich würde hier vielleicht sogar... Der ist jetzt leer. Dann lass uns hier eine Pipi-Blume anpflanzen, zwei Stück. Dann Kartoffel, Kartoffel, Kartoffel und eine Aloe Vera hier. Und dann setzen wir noch ein Blot und dann ist gut. Ein Blot setzen wir noch. Dann haben wir es. Oder? Was meint ihr? Das reicht doch dann, oder? Komm mal her, du musst die zwei Dinger erst rausholen. Dann kann ich nämlich die anderen Weltdinger verbauen. Hier würde ich ihn gerne reinpressen. Jetzt geht es? Ja, das geht doch. Jetzt wäre natürlich der Oberrenner, weil der jetzt hier im Wasser sitzt, dass er sich von selbst bewässert. Ne? Also, dann sind wir uns jetzt einig. Wir machen da oben eine weitere Pipi-Blume hier nebendran. Dann kommt hier Kartoffel, 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 Aloe, Aloe. Nee, noch besser. Noch besser. Hier mache ich eine Pipi rein. Ah, da habe ich schon eine Kartoffel drin, deswegen will ich das so machen. Ne? Ja, kann man ja irgendwann nochmal umschichten. Ist jetzt eigentlich auch wurscht. Eine 2D-Pipi-Blume brauchen wir auf jeden Fall. Es wird dunkel, dann sehen wir auch gleich, ob das mit den Lichtern was gebracht hat. Sehr cool. Tja, meine Lieben, dann würde ich sagen, ich schaue mal, dass ich so ein ganz kleines bisschen alles so weit auf Vordermann kriege, dass ich weiß, wo was liegt. Dann bauen wir morgen den Gyrocopter-Dinger fertig. Das würde ich auf jeden Fall bevorzugen. Was ich jetzt gerade suche, ist was ich vor 2 Minuten rausgeschmissen habe. Hier, nimm doch mal den mit. Die Höhe habe ich weg. Den Labler nehmen wir mit. Machen wir gleich einen Kartoffelschrank klar. Hier können wir wieder Wasser ziehen. Ich würde nämlich auch tatsächlich gerne die nächsten Kartoffels einpflanzen. Gehen wir nochmal oben vorbei. Der Behälter, glaube ich, fast mehr Wasser, gell? Nee, sauberes Wasser. Okay, pass auf, eine Kartoffel machen wir gleich klar. Die waren allerdings hier drin. Ey, Kartoffel. Also, der ist leer. Pipi-Blume ist bewässert. Hier würde ich einen Schluck Wasser reinmachen noch dazu. Und hier würde ich eine zweite Pipi und dann geht es hier weiter mit der zweiten Kartoffel. Und kein Wasser mehr drin, scheiße. Jetzt muss ich wirklich halt auf Punkt genau mich ums Wasser kümmern. Hier ist es schon wieder leer. Dann haue ich kurz den Palmbusch auseinander hier. Aber da müssen wir jetzt dranbleiben, bis das einmal alles aufbewässert ist und dann passt es schon. Ne? So, bam, bam, bam. Den Labler, das kann ich dann doch morgen machen. Muss jetzt nicht heute sein. Wichtig ist, dass wir uns um Wasser kümmern. Also, dann gruschel ich so ein ganz kleines bisschen die Routine-Dinge durch, die wir kennen. So, dass wir einigermaßen aufgestellt sind morgen. Bamsle und Katzamsle. Dann ist hier schon wieder versorgt. Drunten noch einmal. Ja, das mit dem Wasser ist so Geschichte. Ne? Vielleicht gibt es irgendwann eine Bewässerungsanlage in dem Spiel. Das wäre sowas Geiles. Das würde ich feiern ohne Ende. Hier sind noch zwei drin. Hier ist jetzt eins drin, das reicht erstmal. Guck mal, wie es hier überall leuchtet, ne? Also, 2 Pipi-Blumen, 2 Aloe Vera, der Rest wird Kartoffeln. Und dann sind wir aufgestellt. Die hat genug. Die hat auch genug. Die muss umswitchen. So, wenn jetzt noch ein Schluck drin ist, gönne ich in dem Alberle. Nee. Alles klar. Also, eine Kartoffel in der Mache, 2 in der Mache, 1 Pipi. Hier machen wir nochmal eine Pipi-Blume rein, wenn das mit dem Wasser geklappt hat. Wir werden allerdings Wedel brauchen. Gehe ich mal stark davon aus. So, meine Lieben, wir sind angekommen. Nochmal ganz kurz einen Blick auf unseren Haikopf. Und dann räume ich weiter aus. Dann gucken wir mal, wir haben nämlich auch Blanken gefunden.
Ja, den hänge ich da weg, der kommt raus. Dann räume ich ein paar Planken hier rein, würde ich sagen. Dann machen wir hier zu. Zwei, drei Schränke hin und dann würde ich einen Schrank schon mal herrichten, nur für Werkzeuge. Vielleicht baue ich aber da hinten das Regal rein, hier. Unser Werkzeugregal hier rein, Hämmer, Waffen und so weiter, dass wir da so ein bisschen abgetrennt geschwind das Werkzeug rausholen, wenn wir es brauchen. Würde ich gerne morgen angehen. Des Weiteren bauen wir den Gyrokopter fertig. Ich kruschel auf dem Floß nochmal rum. Ich bin sicher, dass wir hier noch mehr Kartoffeln rumliegen haben. Ich habe nämlich echt gerade bei Kartoffeln auf die Dinge geachtet, dass wir das Zeug nicht liegen lassen unbedingt. Steinehammer, können wir alles einräumen ins Lager. Hier ist noch Clay gewesen. Backschutzmittel ist noch da. Die wollten wir auch anpflanzen, ne? Muss ich doch noch einen Plot aufsetzen. Dann nehme ich aber einen anderen dann. Was ich jetzt noch kurz gucken will, pass mal auf. Deswegen bin ich eigentlich nämlich gerade rübergelaufen ans Häusle. Ich möchte ja mit diesen Steinen hier bauen. Das haben wir ja angefangen. Aber wir haben jetzt auch noch ein bisschen Well übrig. Vielleicht mache ich hier nochmal Metalldinger rein. Oben dann mit Bricks und ganz oben, wo der Helikopter landen soll, wenn das überhaupt geht. Also wir kommen ja hier hoch und den Bereich will ich ja zumachen. Und zwar bis hierher und wahrscheinlich dann noch eins bis hier rüber. So, dass es, sagen wir mal, 3 auf 3 wäre. Dann geht es aber hier 1, 2, dann müsste es hier, müssen wir uns morgen nochmal angucken. Dann würde es nämlich hier hochlappen. Schauen wir uns morgen an, da haben wir Zeit. Ich freue mich auf die nächste Runde mit euch. Ich speichere jetzt ab, unabhängig davon, wie die Werte sind. Huch, Alterle. Wo sind die Werte? Naja, das geht. Das nächste Wasser muss ich halt unserem Freund hier gönnen, ne? Sonst geht er uns kaputt. Er kann aber eigentlich auch mal eine Kokosnuss reinbollern. Das Problem ist, du kannst nicht nur Kokosnüsse trinken, ne? So, mein Freund, wie sieht's aus? Morgen gibt es noch einen Haisteg und dann passt es. So, meine Lieben, vielen Dank fürs Zuschauen. Kommt gut durch den Abend. Wir sehen uns morgen hier wieder zur alten Uhrzeit. Ich freue mich auf euch. Bis dann.